Bastelzeit und heute habe ich mal wieder einen Bausatz ausgegraben. Mal gucken, was wir damit anfangen können. Das wäre nämlich der hier. Ja, man sieht schon, das ist so ein kleiner Roboter, der entsprechend wahrscheinlich gehen soll. Gibt es von verschiedenen Herstellern, relativ günstig. Der hat es irgendwann mal mitbestellt, weil hey, Porto ist schon bezahlt. Kann man mal gucken. Vielleicht lerne mir noch irgendwas mit Mechanik oder so. Ich habe die dumpfe Befürchtung, Elektronik wird nicht viel da sein. Wir sehen Batterien, einen Motor. Ich hätte mal höchstens noch einen Schalter dabei. Also gucken wir mal, was wir bekommen haben. Was ich schon mal sagen kann, Transport nur so mäßig überlebt. Hier ist das Holz schon gebrochen. Aber das dürfte nur der äußere Rahmen sein, nicht das, was wir verbauen. Also packen wir mal aus, gucken, was wir bekommen. Und ob wir irgendwas dem Bausatz an Geheimnissen entlocken können, die uns dann später irgendwo weiterbringen. Wirklich Anleitung haben wir, glaube ich, nicht, oder doch? Das lässt sich tatsächlich aufklappen und wir haben tatsächlich eine Anleitung. Wow! Okay, sortieren wir erstmal hier unsere Bauteile, dass wir die haben. Wir haben 4 Räder. Ach ja, ja, klar. Den Motor mit dem Batteriehalter hier. Interessanterweise, was der? Das ist der Schalter. I see. Ja, so kann man es auch machen. Motor im Übrigen, der Standardmotor, den man bei vielen Roboterbausätzen findet, mit so einer Gearbox dran, wo das Getriebe direkt mit dran ist. Wir kriegen sogar einen kostenlosen Schraubendreher mal wieder hinzu. Ja, ich glaube, von denen habe ich inzwischen auch mehr als genug. Aber, naja, es ist halt ein Einsteiger-Set. Nicht jeder Einsteiger hat wahrscheinlich einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher-Dings dabei. Von daher, ich kann es verstehen, warum man mit reintut. Tja, und da haben wir unsere ganze Sache hier, unseren ganzen ausgepackten Kram. Deutlich mehr, wie gesagt, als vermutet. Aber dann fangen wir halt mal an mit dem, was wir machen sollen. Und zwar den hier. Und wir wollen einen von denen hier so da dran. Das müsste sogar halbwegs passen. Das Problem jetzt an der Stelle, es steht nicht dabei, welche Schrauben man benutzen soll. Ich meine, ja, ich kann davon ausgehen, dass es die kurzen sein sollen, aber ja, Beschreibung dünn. Beschreibung dünn. Dafür, dass das halt gedacht ist, um irgendwie Leute da reinzubringen ins Thema, ist das natürlich immer ein bisschen ungünstig, wenn solche Unklarheiten sind. Ja, sicher, man kann es sich herleiten, aber muss ja nicht sein. Ich meine, ich kann gleich mal den Text übersetzen, was da steht, aber ich habe die dumpfe Befürchtung, dass uns das nicht wirklich weiterhilft. Was uns auch nur mäßig weiterhilft, ist jetzt hier der Schraubendreher, weil der keinen Magnet hat. Das heißt, man bräuchte irgendwie eine Hand mehr, als man gerade hat. Und trotz der kurzen Schrauben gucken die im Übrigen am Ende auf der Rückseite raus. Also muss man ein bisschen aufpassen. Für Kinder oder so ist das wahrscheinlich eher nicht geeignet. Einfach weil, ich meine, sie sind nicht so scharf, aber ein gewisses Verletzungsrisiko bleibt halt. So, der soll hier hin. Bis jetzt ist es ja auch noch relativ klar, was hier gemacht wird. Wir haben hier diese Außenteile, machen jetzt das Brett hier in die Mitte, was dann das Ganze zusammenhält. Und der hier kommt dann wahrscheinlich so rum sinnvollerweise dann dagegen. Dann haben wir zumindest schon mal eins von den Beinen. Interessant, dass man hier den Weg gegangen ist, das mit hier solchen Winkeln zu machen. Nicht irgendwie das zum Stecken oder so designt hat, weil das hätte halt wahrscheinlich doch den Preis, schätze ich, ein bisschen gemindert. Andererseits, es ist halt sehr dünnes Holz, also ob das mechanisch genügend aushält, steht an anderer Stelle. So. Den hier dann hier so. Müssen wir noch irgendwas vorher dran machen? Nein. Okay, wir sind schon bei Schritt 4. Doch hier die problematische Kombination zwischen Wurstfinger und Kleinteilen. So, Schritt 5. Anlöten. Motor gegen Batteriefach. Yay. Gibt es hier ein Plus und ein Minus? Ich sehe es nicht, aber sie haben bei sich den roten auf die eine Seite gemacht. Von daher machen wir das dann wohl gleich. Das ist dann der Moment, wo dann gerne dabei stehen könnte, was man an Werkzeug benötigt. Weil hierfür braucht man ja mindestens einen Lötkolben, Lötzinn,
irgendeine Zange, um das Kabel am Ende passend zu schneiden. Das sind alles Dinge, die hätte man vorher erwähnen können, weil, wie gesagt, ist halt eher für Anfänger gedacht und wenn sich das einer einfach so kauft, ohne vorher zu gucken, oder ich weiß gar nicht, ob die Anleitung vorher überhaupt ersichtlich war. Ja, das ist auf jeden Fall suboptimal. Und ich glaube, hier brauchen wir sogar noch mehr, irgendwie Pinzette oder so. Denn die Öhrchen hier zum Festlöten sind ziemlich zusammengebogen. Es ist dann schwierig, da dran zu kommen. Und ja, von der Textlänge her, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht direkt verstehen. Ich kann kein Chinesisch auswendig so, aber von der Textlänge denke ich nicht, dass groß erklärt ist, wie man das hier lötet, dass man das hier durchfädeln muss, dass man das entsprechend mit dem Lötkolben machen muss und so weiter und so fort. Ich lasse das jetzt einfach mal von der Länge her hier so. Wir können im Zweifelsfall das, was über ist, am Ende ja mit Sicherheit irgendwo versorgen. Lötzinn, Lötzinn, Lötzinn. Da ist Lötzinn. Gucken wir mal, ob es sich überhaupt löten lässt. Ups, das ist Plastik. Gar nicht gesehen. Ja, sollte. So, den überstehenden Teil der Lose ist abschneiden, dass der keine Kurzschlüsse am Ende macht. Und dann dürfte das hoffentlich so funktionieren. Jo. Sieht erstmal nicht verkehrt aus. 6. Das so. Motor hinten. Das heißt, so muss der hier drauf. Okay. Und ich orakel jetzt einfach mal, dass das dann die vier längeren Schrauben sind. Nee, sind sie nicht. Dann müssen das die ganz langen Schrauben sein, oder? Tja, viel anderes haben wir nicht, ne? Andersrum. Dann versuchen wir es mal mit denen hier. Dadurch. So. Von der Länge her könnte es zumindest passen. Ah, das Ding hat eine Richtung. Wir haben hier auf einer Seite einen Pinöppel und nur bei einem der Seitenteile etwas, wo der reinpasst. Das heißt, da gibt es auch noch rechts und links, muss man ein bisschen aufpassen. Sollte passen. Dann orakeln wir auch als nächstes mal die Mutter hinten drauf. Ah, das ist fein. Machen wir sie gegenseitig. In beide Richtungen ein bisschen. So, jetzt wird's spaßig. 7. Das hier, der innen, dann kommt außen der hier, den Schrauben nach oben. Ja, da sollten wir aber vorher gucken. Hier ist eins von den Bohrlöchern nicht frei. So. Raus damit. Das müsste hier so sein. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Ich denke. Da soll eine Stange durch. Tja, welche? Die ist ein bisschen kurz. Die könnte von der Länge her passen. Probieren wir es mal. Der hier durch. Andere Seite wieder raus. Moment. Nein. Nein, nein, muss die 1 kürzer sein. Gut. Versuchen wir das nochmal. Dadurch, dadurch,
Dadurch ist immer noch zu lang, aber jetzt machen wir einfach mal hier welche von den Orangen da drauf. Das ist im Prinzip deren Konzept, das Ding zusammenzuhalten. Wir schieben das einfach mit Plastik zusammen. Okay. So, die hier kommen überraschenderweise, nein, nicht wirklich, auf den Motor drauf. Aber womit? Mit den langen Schrauben? Von den kurzen habe ich halt nur noch eine. Und ich habe die Befürchtung, die kurze ist, um das Batteriefach anzuschließen. Oder anzuschrauben. Ja, versuchen wir es mal mit denen hier. Nichts verlieren. Das sieht nicht so aus, als ob da irgendwie was zu viel da ist. Dass, wenn was runterfällt, man noch Reserve hat. So. Muss nur so festgezogen werden, dass der auf dem Motor sitzt und sich drehen kann. Das sieht schon mal gut aus. Andere Seite dann auch. Hier ist halt so ein Muster drin, was man da passend haben muss, dass das einrastet. Nein, du fällst nicht runter. Okay. 9. So. Und den Motor, das Batteriefach hier. Nee, so rum. Okay. Ja, muss ja eigentlich. Dann das Batteriefach hier rein. Und in der Mitte müssten wir eigentlich noch ein Schraubloch haben, damit wir das dann festschrauben können. Ich meine, ist wahrscheinlich noch nicht mal nötig. Das ist relativ gut hier eingequetscht, aber wenn wir schon den Luxus von einer weiteren Schraube haben, dann wollen wir den auch nutzen. Oder auch nicht. Nee, muss eine längere sein. Der steht ein bisschen ab, weil da ja die anderen Schrauben von den Winkeln da drunter sind. Deswegen kann er nicht flach aufliegen. Dann bleibt ja eigentlich nur der hier. So. Sitzt, passt, wackelt und steht unten raus. 10. Watt. Ich glaube, das heißt dann gegenüberliegenden Seiten die kleinen reinstecken. Versuch. Oh. Oh. Okay. Das ist aber sehr locker. Na gut, schauen wir mal. Ich nehme den hier mal so drauf. Was soll am Ende da drauf? Der hier soll mit da verbunden werden. Ja, müssen die ja gleich sein eigentlich. Dann müssen die eigentlich auf derselben Höhe sein, denke ich. Ja. Dies ist fein. Ach, hier hält er auf einmal fest. Eine Seite hält, die andere nicht. Das sieht mir nicht so aus, ob die an derselben Stelle sind, oder? Na doch. Aber ich glaube, ich muss das wirklich übersetzen erstmal, weil da steht irgendwas von 1,5 und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wieso dann 1,5 steht. Dass irgendeine Maßeinheit ist. Oder. Nee, ums Dings dürfte eigentlich nicht gehen. Ja, mit dem mal hier durch, dass er zumindest hält. Und dann suchen wir mal einen Schmachtfon, um hier ein bisschen
Chinesisch lesen zu können. The two iron shafts should be symmetrical. Shaft should be installed in the tight hole of the yellow wheel. ...1.5 cm long iron shaft separately yellow wheel, two bushings respectively. Also the tight hole. Der hat aber kein tight hole an der. Ja, toll. Sag nicht, die sind hier. Ah, die kann man unterschiedlich montieren. Okay, dann drehen wir den einmal um 180 Grad. Und hoffen, dass das dann passt. Zack. Zack. So, jetzt haben wir das Tight Hole an derselben Stelle. So. Jetzt ist mal eins von den Dingern abhanden gekommen. Ja, gleich mal gucken. Erstmal den hier da rein. Okay. Dann, was sagt der andere? Übersetzen wir es direkt hier weiter. 7 cm long shaft and 4 bushing installed part 1, 2 shown in figure. Okay, Vermutung war richtig, das ist der 7 cm. Das sieht schon mal gut aus. Mit 4 Bushings, das heißt also wahrscheinlich 2 innen, 2 außen. Ungefähr in der Mitte. Ungefähr in der Mitte. Jo. Und dann der hier. Am Bild kann man absolut nichts erkennen. Ich würde davon ausgehen, dass das so gehört und dann da hinten sogar noch welche dazu. Der schief. Nee. Das ist fein. Gehe davon aus, dass der jetzt ohnehin nicht so effizient sein wird am Schluss. Von daher macht das nicht ganz so viel aus, wenn es ein bisschen krumm ist. Ich glaube, das hier kommt erst später, aber wir sind unserer Zeit voraus. Insbesondere, weil solange ich hier noch bauen kann, ich nicht auf die Suche nach dem zweiten Holzding gehen muss. Das liegt wahrscheinlich irgendwo unterm Tisch jetzt. Na gut, gehen wir mal eine Runde suchen. So, jetzt aber Nummer 2. Du sollst aber weiter nach außen gehen hier. Okay. Haben wir noch genug? Ja, müsste noch alles passen. Ich weiß aber noch nicht, wie der... Der kann eigentlich keine Richtung haben fest. Na gut, was will er hier mit denen? In die unteren jeweils eine Achse mit 2 Stück und den Rädern. Okay. Eine Achse. Zwei von denen hier und am Ende die Räder drauf. Das heißt aber im Prinzip, da geht die ganze Zeit nur auf und zu. Ich hätte gedacht, er hätte noch irgendwas an Mechanik, um dann in eine Richtung zu blockieren. Aber anscheinend verlässt man sich einfach darauf, dass das schon irgendwie sich bewegen lässt. Ah, komm. Okay. Der hier.
Okay, wir haben also eine Schraube und ein Ding offen. Irgendwas fehlt mir jetzt hier gerade aber noch mit. I see. Die Gummiringe sind die Magie. Okay, da müssen wir nochmal aufmachen hier. Die treiben mit den Gummiringen auf der Motorseite nochmal die Reifen an. Das ist nicht schön, was sie machen, aber so stramm wie er ist, sollte das passen. Argument. Das erklärt dann auch, wie sie das machen, dass er in eine Richtung fährt. Tja, dieses Konzept hier mit diesen Gummiteilen als Befestigung funktioniert auch nur so mäßig. Sobald man irgendwas anpackt, schiebt sich halt alles hin und her. So, hier noch ein Gummiring drauf. Haben wir sogar Doppelantrieb an der Achse hier. Und damit dürften wir jetzt fertig sein. Ja. Sieht's, fast wackelt, hat Luft. Wir können ja mal per Hand drehen. Okay. Runter geht. Hoch geht dann wahrscheinlich auch. Jo. Gut. Brauchen wir nur noch zwei Batterien. Was ist das? Ah, ah. Okay. Batterien. Ah, ah. Probieren wir. Oh, nee, Moment mal. Das ist AAA. Die anderen. Wo sind die denn? Dann nochmal mit den offiziell vorgesehenen Batterien. Eine hier. Upp. Und eine hier. Und geht an. Mal hier ein bisschen Platz. In welche Richtung dreht er überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Okay, in die. Ja, es funktioniert. Stellen wir mal hier hin, dann können wir es besser sehen. Ich glaube, wir brauchen einen größeren Platz hier. Gut, gehen wir mal testen. Ja, was wir jetzt natürlich noch machen können, ist nochmal zu gucken, wie viel Strom das Ding denn braucht. Denn ich habe schon gesehen, der tut sich ein bisschen schwer, wenn er irgendwie gegen eine Wand oder so macht. Also so eine Batterie scheint da nicht ganz genügend Leistung zu haben. Also schauen wir mal. Ich mache es jetzt einfach mal hier mit der Zange. Das sollte eigentlich ausreichend sein. Zack. Und mal Nullen, plus minus ein Milliampere und was haben wir? 500, 600 Milliampere kommt da durchaus mal zusammen. Und ja, wie wir sehen, er bleibt auch stehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie frisch die Batterien sind, sind gebrauchte, aber ja, so ein bisschen Ampere hoch scheint das Ding doch zu benötigen. Also versuchen wir das Ding mal in Airquotes smart zu machen. Das heißt also erstmal hier einen Transistor dazwischen. Das hier ist ein N-Channel MOSFET, ist jetzt nicht der schönste zu löten, aber von denen habe ich halt mehr als genug. Deswegen hier gerade einfach ein paar Drähte dran gelötet, das in die Minusleitung vom Roboter dann am Ende rein. Und ja, dann kann im Prinzip irgendein Mikrocontroller das Ding ein- und ausschalten. Was ich auch noch gemacht habe, ich bin hingegangen und habe hier eine LiFePO4-Zelle reingesetzt. Zum einen ist es dann wieder aufladbar, zum anderen habe ich dann den Platz von der zweiten Batterie, um da meine Kabel und so zu verstauen. Speaking of Kabel, ich habe hier überall so Dupont-like-Kabel dran gemacht, also dass man einfach die am Ende einstecken kann. Jetzt fehlt dann nur noch ein Mikrocontroller, wo wir das Ganze auch einstecken können. Und wenig überraschend nutze ich dann hier den ESP8266.
Genauer gesagt hier so ein kleines ESP01-Modul, davon habe ich noch ein paar übrig. Und habe dafür halt auch hier dieses etwas gemoddete Programmiergerät, wo ich es einfach einstecken kann und dann Software drauf machen kann. Die Software selber nicht wirklich komplex. Das Ding verbindet sich halt mit dem WLAN hier und bietet dann eine Webseite, wo man so einen Slider hat, wo man dann die Geschwindigkeit einstellen kann. Geschwindigkeit selber ist einfach ein Analog Write, macht also eine Pulsweitenmodulation auf dem entsprechenden Pin, der den Motor dann ein- und ausschaltet. Es ist nicht die schönste Sache für sowas, aber es sollte eigentlich ausreichen. Leider kann man den ESP01 offiziell eigentlich nicht separat betreiben. Da braucht man immer ein Board oder irgendwas dahinter. Der Hintergrund ist, dass es hier einen Enable-Pin gibt und den müssen wir gegen die Betriebsspannung ziehen. Ansonsten läuft der Mikrocontroller hier drauf nicht. Ich bin jetzt einfach hingegangen und habe mit ein paar Widerständen mir da eine passende Strecke gebaut. Der Pin zwischen VCC und dem Enable ist Reset. Wenn der auf High ist, läuft das Ding auch. Den müsste ich zwar nicht ziehen, aber so kann ich einfach zwei Widerstände da reinlöten in die Mitte und das Ding ist dann plötzlich separat lauffähig. Am Ende nur noch alles einstecken und schon läuft das Ding. Wir haben jetzt hier unsere Webseite und können mehr oder weniger hier über den Slider das Ding in Betrieb nehmen. Warum mehr oder weniger? Naja, es ist sehr unzuverlässig, das Ding fliegt aus dem WLAN raus. Ich gehe einfach davon aus, dass vom Motor so viel Störungen ausgehen, einfach dadurch, dass er so massiven Strom zieht und das dann auch noch gepulst. Das wird wahrscheinlich dann so zu Spannungsschwankungen führen, die Mikrocontroller crashen lassen. Da könnte man jetzt natürlich gegenarbeiten, irgendwie einen LC-Filter oder so noch dazwischen bauen. Aber es war nur hier Proof of Concept, also ich wollte einfach nur gucken, ob es überhaupt funktioniert. Im Endeffekt macht es keinen wirklichen Sinn, einfach weil auch hier der Roboter keine Richtungssteuerung oder so hat. Das heißt, das Einzige, was man machen kann, ist an-aus. Und nach ein paar Sekunden muss man hinlaufen, um das Ding wieder in eine andere Richtung zu buxieren. Und da kann man dann auch den Schalter benutzen. Ist, glaube ich, einfacher. So oder so hat doch tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht, rauszufinden, wie das Ding hier funktionieren soll. Die Anleitung ist prinzipiell gar nicht so schlecht. Ich meine, die meisten Sachen stehen drin, aber es ist halt nur Chinesisch. Das heißt, man müsste tatsächlich vorher hingehen und sich die einmal übersetzen, wenn man da wirklich nach Anleitung arbeiten möchte und nicht wie ich hier zum Großteil einfach durch Raten versucht rauszubekommen, wo welches Teil hingehört. Am Ende hat man dann hier diesen Roboterwurm, nennen sie es, glaube ich, offiziell. Viel kann er nicht, wie gesagt, kann nur vorwärts fahren mit ein paar schönen Bewegungen. Aber hey, ist schön anzugucken und man hat selber was gebaut. Von daher, ich glaube, das zählt und da tut, was es soll.